Felix Donnerbusch, herzlich willkommen beim Club. Du hast jetzt hier beim FCN unterschrieben. Erzähl mal, wie ist der erste Eindruck? Du hast ja schon eine Woche mit der Mannschaft trainiert. Wie ist so dein Eindruck vom Verein? Durchweg positiv. Also die Jungs haben es mir total leicht gemacht, hier anzukommen und mich direkt wohlzufühlen. Was auch für mich wichtig war, ja, um gute Leistung zu zeigen im Training. Und ich denke, dass die Tatsache, dass jetzt ein neuer Trainer gekommen ist und alle so ja, fast bei Null starten, für mich auch ganz gut ist. Und dass mir das auch geholfen hat, mich hier leichter einzufügen. Ja. Dein letztes Spiel liegt schon eine Weile zurück. Du hast jetzt seit dem Sommer, warst du vereinslos. Wie hast du dich fit gehalten in der Zeit? Wie ist der Stand der Dinge? Wie ist da, gib uns mal einen kleinen Einblick, wie ist da der Zustand? Also ich habe dauerhaft trainiert. Ich habe mich dauerhaft fit gehalten. Beim BVB, bei Dortmund. Das kam, weil Torwarttrainer und guter Freund von mir, Marco Knob, der hat mich damals zum VfL Bochum geholt. Der ist jetzt Torwarttrainer beim BVB und über den lief das. Und genau, deshalb habe ich mich beim BVB fit gehalten. Du bist jetzt auch schon eine Woche halt schon hier, hast mit der Mannschaft trainiert. Ist das vielleicht auch so ein Vorteil für dich, dass du die Jungs jetzt schon kennst? Ist das schon so ein bisschen, dass ihr eingespielt seid, in Anführungsstrichen, die ersten Abstimmungen schon irgendwie getätigt sind? Ja, auf jeden Fall. Das ging recht zügig, muss ich sagen. Also das ist nicht nur in der Kabine so, sondern auch auf dem Platz. Klar, da gibt es noch immer Kleinigkeiten. Ne? Es kann noch nicht perfekt sein. Aber ich denke, dass die Jungs mir da gut bei geholfen haben, dass die Eingewöhnungsphase hier echt schnell geht und dass die Abstimmungen soweit schon echt ganz gut sind, ja, soweit man das sagen kann bis jetzt. Ja. Wie würdest du dich als Typen beschreiben, als Fußballer oder beziehungsweise auch vielleicht als privat? Ganz kurz einen Einblick, wie tickst du? Privat gänzlich anders als Fußballer, würde ich sagen. Auf dem Platz schon eher laut und auch ja, durchaus direkt mal. Ich würde sagen, als Torwarttyp, ich mag es auch, den Ball am Fuß zu haben. Klar, ein bisschen verrückt auf dem Platz, das sind wir alle, die Torhüter. Und privat bin ich eigentlich ja, der entspannte Typ, würde ich jetzt mal behaupten. Es muss nicht viel Action sein, privat. Ja. Action wird es wahrscheinlich am Wochenende. Das Derby steht an. Wie groß ist die Vorfreude bei dir jetzt schon? Ist schon so ein Kribbeln zu spüren? Freut man sich dann auf so ein Spiel, so einen Start? Ja, komplett. Riesig. Also ich denke, besser könnte es nicht losgehen, weil das ist ein Spiel, was für alles steht, was den Fußball eigentlich ausmacht. Ja, das ist Rivalität, Leidenschaft, Kampf. Das sind so die Dinge, die ja so ein Spiel prägen. Und ich glaube, das sind die schönsten Spiele im Fußball. Und dann direkt mit so einem Spiel zu starten, ist natürlich extrem schön. Ja. Dann sagen wir herzlich willkommen und drücken dir die Daumen für eine gute Zeit hier. Danke. Danke.